Ja, liebe Leute, herzlich willkommen aus Portugal. Wir sind heute dabei beim letzten Rallycross-Rennen überhaupt. Heute geht's weiter mit der Rallycross, ja, wie gesagt, aus Portugal. Ich hatte eigentlich gedacht, wir könnten das Auto wechseln. Ich habe extra ein neues Auto gekauft. Ich habe extra den ZTV2 gekauft, wollte den Focus verkaufen. Aber das Auto ist leider in Verwendung. Das heißt, wir können nicht den Wagen verkaufen. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Ich kann also nicht die Autos zwischendurch wechseln, oder? Das wäre nämlich super. Aber sonst heißt es erstmal wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4. Ja, Portugal, definitiv. Also nächstes, das vorletzte Mal überhaupt. Also das letzte Mal diese Woche, Montag noch ein Ding und dann sind wir final durch. Diese Strecke ist deutlich kürzer als die letzten. Kann ich nicht die Fahrzeuge näher mal einwechseln? Nö, leider nicht, ne? Na, schade. Hätte ich jetzt gehofft, dass ich den Seat fahren kann. Aber leider gibt es ja nur den Fokus. Es gibt nicht mal die Option, um was zu verändern im Auto. Gut, dann müssen wir es halt so durchziehen. Na gut, mal schauen, was in Portugal drin ist. Aber in dem Polo komme ich nicht vorbei. Naja, müssen wir es halt leider mit dem Fokus ändern. Schade, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Ich hatte mir einen Ausspiel hinter den Zertexer geholt. Na gut, egal, dann müssen wir es jetzt so machen. Schön, wenn es uns die Option gegeben hätte, dass man einfach kurz die Autos mal zwischendurch wechseln kann. Aber leider ist es nicht der Fall. Ah ja, wir versuchen es trotzdem. Fehler eingebaut, bin komplett ins Rutschen gekommen. Aber kurz die kompletten Dinger da abfahren. Da braucht die schon. Und da geht's weiter. Das letzte Ding hier, letzte Rennen diese Woche. Als Event. Und am Montag nochmal, dann sind wir durch. So, das war ja Teil 1 aus Portugal. Gut gefahren. Großartig. So. Das sind 50 Punkte. Gehen zumindest mal auf unser Konto. Besserer Start als zum letzten Rennen in England.
Ampel ist rot. Los, los, los. So, dann gehen wir schon mal auf die Joker-Runde. Der hat auf jeden Fall gezählt. Dann können wir uns rein und rennen, konzentrieren jetzt wieder. Das ist aber nett, dass ihr mir da die Lücke aufmacht. Den quetsche ich mich mal. Ich quetsche mich da mal durch. Hau ab von mir. So, der wieder da, wo wir hingehören, nämlich auf Platz 1. Ist ja Rennnummer 2 jetzt mittlerweile schon. So, wir sind ja schon bald durch, liebe Leute. Ein Rennen haben wir danach. Noch, dann geht es nämlich in die Hölle nach Norwegen, nach Hell. Was aber dann wahrscheinlich nicht wie Hölle, nicht Hölle heißt, sondern keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann kein Norwegisch. Weiß nicht, um die Beste zu fahren. Oder um die neue Beste zu fahren. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Reicht das, um das Ding zu gewinnen? Nein. Da hat uns einer nochmal schön was dagegen gehabt. Na gut, dann müssen wir nochmal ein bisschen arbeiten. Jetzt dritten Lauf. Bin bereit. Bisher haben wir es, glaube ich, noch nicht geschafft. Das war jetzt natürlich auch wieder Absicht, weil ich will. Wollte mir auf jeden Fall den Führenden da mal weghalten. Ach, gucken wir mal, ist auf heute der Mini wieder da. Aber da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Ich wirklich. Ich habe den Kollegen, den ich ausschalten wollte, weg. Immer mit der Ruhe. Reiß dich jetzt zusammen. Patsch! Und da hat sie ihn kurz einmal in die Hand gelegt. Hab ich doch noch nicht. Die Rennkommissare haben die Jokerrunde nicht gewertet, da du die Ausfahrt verpasst hast. Hast du das? Thank you.
Also ich muss jetzt doch noch eine fahren. Super. Wie mir gerade ziemlich gesagt, dass ich die Auszeit verpasst hat, dass sie nicht gewertet wurde. Deswegen setze ich noch eine zweite Joker-Runde nach. Und sag mir doch nicht solche, mach mir doch nicht solche widersprüchlichen Aussagen, dass sie die nicht gewertet haben. Also ich das Ding nicht, ja, ich habe das eh nicht gewonnen. Diese scheiß Aussage da, ne? Doch noch. Dritter, erster, 50 Punkte, sehr schön. Gut, dass der nämlich nicht 4 Punkte geholt hat. Das heißt, ich habe jetzt einen guten Vorsprung von 28 Punkten auf dem letzten, auf dem zweiten. So, jetzt knacken wir das Ding nochmal und dann sind wir durch, Freunde. Oh, Startverbot. Letzter Lauf für Vorrunde. Naja, dann fahren wir es halt mit dem Fokus-Sender, egal. Haben angefangen. 36,3, das ist ja nicht eine Zeit. Neun, sauber. .30666 am Ende reicht um. Ja, sehr gut. Das ist ein Sieg. Das war mir klar, dass das Ding jetzt hier gewonnen werden muss. Und damit haben wir 195 Punkte. Leider nicht genau diese 200. Dafür sind wir nämlich einmal Zweiter geworden im zweiten Lauf. Aber es reicht, um durchzukommen. Und okay. Ich glaube, diesmal ist er durch. Ja, 9. ist er geworden. Diesmal ist er tatsächlich durchgekommen. Der Mini. Aber egal, es reicht um weiterzukommen. Halbfinale, liebe Leute. Und er fährt wieder mit uns in der Gruppe. Die Ampel ist rot.
So. Vorletzter Lauf. Ich quetsche mich da im Zweifel vorbei. Zwei für sich sieben. Das müssen wir. Ja, das gewinnen wir schon. Bin mir ziemlich sicher. Oh, ein bisschen angeeckt. 35. Moin! Herzlich willkommen, jawohl, ja. Jetzt bin ich umgefahren, 36 irgendwas, ne? Ja, wie gesagt, jetzt voll jetzt wieder auf, dann geht's nach Norwegen. In Norwegen sind wir dann durch. Das war keine Absicht. Die ist ziemlich böse verkackt, die Runde. 37,4 war irgendwie klar. Man merkt gerade die Unkonzentriertheit, aber wie gesagt, das ist ja jetzt auch der vierte Lauf schon. Also, das, was ich jetzt die ganze Woche gemacht habe, ist ziemlich jetzt alles in einem Rutsch aufgenommen. So, was mache ich? 35,6, beste Runde. So, vor uns ist der Mini, der hat aber auch Probleme. Weil hat er, kann er nicht schneller oder der hat echt. Mach bitte mal freiwillig Platz. Da wurde ein bisschen im Weg gestanden. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. So. Das war das Halbfinale. Jetzt geht es nur noch ins Finale und dann sind wir durch für heute. Dass wir das Ding souverän gewinnen, war irgendwie klar. Jetzt sehen wir uns. Das ist der letzte Lauf für diese Woche an. Ja, Montag kommt nochmal ein und dann geht's weiter mit dem Fast Speed Heat. So, auf geht's.
Da macht er mir schön die Tür zu. Noch einer rutscht durch, da rutscht auch ein Fokus durch. Der sich jetzt da richtig schön breit macht. Lass dich nicht ablenken und konzentrier dich. Ja, ich habe ja gar nichts gemacht. Die rammen mich doch die ganze Zeit. Jetzt geht's weiter. Ach, nur wegen, das ist das mit dem Berg, ne? Ah, okay. Bitte. Ah, müssen wir fahren. Weil bei Ready Course okay ist. Also jetzt wäre so ein Ready, so 16 Kilometer Strecken wäre schlimm gewesen. Bisschen wieder verzettelt. Ist mir auch schon passiert. Dementsprechend die Zeit um 2 Sekunden langsamer. Das sind jetzt die letzten 2 Runden dieses Tages. So, 36,3, da waren wir in 1,5 Sekunden, die wir da gewonnen haben. Und jetzt geht's in die vorletzte Runde, liebe Leute. Neue Bestzeit. Oh, der verliert voll schrecklich heute seine Heckklappe. Das war eben der zweite. Und wir haben es geschafft, liebe Leute. Sieg. Gut gefahren. Großartig. So. Ich glaube, da haben wir Portugal noch, ne? Durch. Ja. Montalegre, auch alle dicht. Und das war für diese Woche der letzte Lauf. Einen einzigen Lauf haben wir noch. Wir sehen uns dann in Norwegen wieder am Montag. Da freue ich mich wieder, wenn ihr dabei seid. Bis dahin und tschüss bei Let's Play. Tschüss hier.